Hallo, hello everyone. So I'm very happy to introduce you our next key lecture in Heimatfantasien. And I'm also very happy to have experienced how things more and more come together. Just to give a short summary. Yesterday, we started with thinking about what it means when homeland, Heimat, becomes nation, when Heimat und Nation ineinander gelegt werden, when homeland becomes a territory, and nation and homeland becomes something that is connected to authentic origin principles. We then talked about the conditions of exclusion this might produce for everyone who is not originally, authentically from this homeland in our second panel on migration as an interruption of the nation, as an interruption of the homogeneity, the supposed homogeneity of the nation. And in the morning, we had a talk by Ho Tsu Nien, an artist, who actually was revealing to us that nation building, for example, in Southeast Asia, had a lot to do with infrastructural capitalist accumulation projects, colonialism, and wars, and that what might have held the region together before that might have been something like the mythos of the tiger, the myth of the tiger, and not national borders. And we ended with the question of gender. And this is what brings me now to the key lecture of Maria Domar Castro Varela and Nikita Davan. It's the second time I invited you to a conference. First time we did something together in Fantasies Does Matter some years ago here in Camp Nagel on sex work. And Nikita and Maria will talk about what we have also been talking all this time through, the interconnections of these and the resonances of these subjects, the resonances between Heimat, nation, gender, and migration. I will shortly introduce them. So, Maria Domar Castro Varela is actually, und das werde ich jetzt auf Deutsch sagen, wenn es okay ist, ist die Psychologin und Pädagogin und ist Professorin für allgemeine Pädagogik und soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Sie arbeitet zu Gender und Queer Studies, postkoloniale Theorie, kritische Migrationsforschung und kritische Bildungswissenschaft. Ihre Publikationen, unter anderem Unzeitgemäße Utopien, Migrantinnen zwischen Selbsterfindung und gelehrter Hoffnung, Postkoloniale Theorie, eine kritische Einführung, gemeinsam mit Nikita Davan, und die Dämonisierung der anderen, Rassismuskritik der Gegenwart, ein Buch, was auch für meine Vorbereitung zur Konferenz sehr wichtig war. Und Nikita Davan, versuche ich jetzt zu finden. Genau, Nikita ist Professorin für Political Science in der Universität of Innsbruck und ist Direktor der Research-Plattform Gender Studies, Identities, Discourses, Transformations. Ihre Publikationen unter anderem, jetzt auf Englisch, Impossible Speech on the Politics of Silence and Violence, Decolonializing Enlightenment, Transnational Justice, Human Rights and Democracy in Postcolonial World, Global Justice and Desire, Queering Economy, etc. She received the Kette Leichter Award in 2017 for outstanding achievements in the pursuits of women's and gender studies and in support of the women's movement and the achievement of gender equality. And in this line of speech, mixing German and English, also the key lecture will continue. There will be a performative change of languages. And so with no further ado, thank you. So
So many thanks for the invitation and the kind introduction. It's a great pleasure for Maria and me to be here at this very important conference. We've been allotted 20 minutes each, and so I'm going to jump into my part of the presentation. And in my talk, I'm going to I'll begin by outlining the challenges of introducing postcolonial critique in the German-speaking context and beyond. And I'll share two concrete examples to illustrate the difficulties of decolonizing Germany. I'll then hand over the floor to Maria. And in my view, Germany is an excellent example of how the nation is narrated. Postcolonial scholars talk about not just the construction of nationhood, but also how there is a certain discursive, narrative format that inflects nation building, and how the construction of homeland, I like the German word Heimat, nationhood, shapes memory politics and geopolitics, with of course an eye on gender, sexuality, religion, race. Of course, the Germans, and this is part of German exceptionalism, see themselves as Weltmeister der Erinnerungspolitik, particularly with focus on Holocaust studies. So they think, you know, they are the Olympic champions when it comes to memory politics. And what we are, in my part particularly, I'm going to focus on amnesia, postcolonial amnesia, forgetfulness, and the wonderful concept of Freud, the return of the repressed. So let me start with part one, Mission Impossible, Decolonizing Germany. Now, one of my favorite quotes in this context is by Salman Rushdie, who says, "The problem with the British is that their history happened elsewhere, which is why they're ignorant of it." And I think this is not just a British problem, but also a problem in the German-speaking context of Germans, Austrians, and the Swiss, who for a very long time argued that if we are talking about historical injustice and historical violence, then our focus should be on Holocaust. And colonialism was such a minor event in the history of the German-speaking context that it's at the fringes of memory politics. So because I've spent the last 17 years in Germany trying to, you know, convince people that the work I do is relevant for the German-speaking context, I have a standard response to the question, why should we even be talking about postcolonial critique when we talk about racism, you know, security crisis, ecological crisis? And my standard response goes like this. I'm sorry I speak fast. I'll try and slow down. But you have to listen faster also. So the first part of my response is there anybody in this room who doesn't eat potatoes or wear cotton or eat chocolates? These are all colonial products which continue to be produced under super exploitative conditions in the global south. One of the biggest accomplishments of Europe, and particularly in the German context, is considered to be the European Enlightenment. Yeah, I spent 6 years in Frankfurt, and my former colleague Jürgen Habermas, when he talks about, you know, deliberative democracy, rationality, secularism, equality, freedom, emancipation, modernity, all these wonderful legacies of the Enlightenment, he draws on Immanuel Kant and gives the examples of coffee houses and salons, which were the sites where Enlightenment flourished and emerged, yeah, where bourgeois men came together, of course, bourgeois men, came together to talk about important political issues like the French Revolution and whether it was legitimate to use violence, you know, and whether the ends justified the means. And my question to my colleagues in Frankfurt, so the supposed birthplace of critical theory, was, when you talk about the coffee houses as the birthplace of the Enlightenment, my question from a postcolonial perspective is, where did the coffee come from? Who financed the Enlightenment? Where did the sugar in the coffee come from? Where did the tobacco come from? So I always quote Frantz Fanon in this context, that Europe is literally a creation of its colonies. My second response to the question, why should we even be talking about postcolonial critique in the German-speaking context, I give the example of German Orientalism and highlight the influential role of Orientalist scholarship produced by German Indologists like Friedrich Max Müller, who worked for the East India Company and wrote this very, very influential book called India, What Can It Teach Us? I, for example, when I learned German in India at the Goethe Institute, this Goethe Institute in India is called Max Müller Bhavan. Müller's work on Indo-Germanic languages contributed
to the developing interest in the so-called Aryan culture, which often set Aryan traditions in opposition to Semitic religions. It is also important to mention German colonial fantasies. For instance, Friedrich Fabry, who was considered to be the father of the German colonial movement, from 1857 onwards, Fabry's main occupation was as the director of the Barmen-Rhein Missionary Society. So in his book, Bedarf Deutschland der Kolonien, does Germany need colonies? Fabry advances mainly economic arguments for a strong colonial policy. In the second part of this book, he emphasizes the role that emigration, and because we will be coming back to the issue of migration, but from another perspective, here I'm showing how the very concept of Lebensraum, which was such an important concept for the national socialist regime, for the Nazis, for the fascist authoritarian regime, actually has its roots in also German colonial fantasies, where it was said that it's very important for the Europeans and Germans to migrate to other parts of the world in order to expand territory, to occupy other territories. And Fabry's ideas were very, very enthusiastic. These ideas of, you know, German colonialism were very, very enthusiastically received by bankers, intellectuals, businessmen, and of course, military leaders. The last point, when I talk about the relevance of postcolonial perspective in the German-speaking context, is actually inspired by Hannah Arendt, who in The Origins of Totalitarianism talks about the boomerang effect. Does everybody know what boomerang is? You throw something and it comes back to you. And what Arendt does is analyzes the, and I'm using the word very carefully, I'm not talking about continuities, but Arendt talks about the entanglements, verwobenheit between colonialism and the rise of fascism in Germany. And she talks about how there were already labor camps and concentration camps. One very good example is the Haifischinsel, the shark island in the German colony, the now Namibia, where already many of the experiments that were undertaken during fascism, during National Socialism, were so one talks about also colonies as laboratories of modernity, were carried out in German colonies. So one example, and I will come to when I talk in greater detail shortly, when the Herero Nama genocide happened and the skulls were found or were brought to Germany for doing medical research, there were swastikas that were carved out on the skulls. Yeah, and we're here talking about early 20th century. This was way before fascism emerged in Germany. So it's very instructive to think about colonialism and post-colonial critique when one is talking about the very idea of Germany and Heimat and nation and state building. Now let me move on to the two concrete examples that I want to share with you all. And I could have gone on to show the entanglements between colonialism and fascism. One, just to illustrate man and to reinforce the point, is Eugen Fischer, who lived from 1874 to 1967, who was a German professor of medicine, anthropology, and eugenics. Fischer, who had previously in 1905 performed studies on the skulls of dead prisoners of the Shark Island concentration camps as part of medical research program to prove the inferiority of the indigenous people in the German colonies. He traveled to German Southwest Africa in 1908 to conduct field research on what he called the bastards, namely offspring of German men and African women. And he recommended laws prohibiting miscegenation and interracial marriages. And this was subsequently implemented in the German colonies, and his ideas even influence all future German legislation on race, including the Nuremberg laws. So again, this entanglement between German colonialism and fascism. Fischer continued his bastard studies in Germany with focus on the Rhineland bastards and was appointed the rector of the Friedrich Wilhelm University, now the Humboldt University, in Berlin by Adolf Hitler in 1933, and he later joined the Nazi Party. So this is just to those of, I think I'm more or less preaching to the choir here in this room, but those of y'all who might still think that, you know, what am I doing on a nice Sunday afternoon listening to postcolonial critique, I hope I have somehow
maybe not overcome, but at least reassured you all that it is worthwhile to talk about postcolonialism. So I'll move on to my two examples and then hand over the floor to Maria. My first example is a focus on remembrance politics and this huge, huge debate that's going on the reparation claim by the Herero Nama people. So between, just to give you all a background, between 1904 and 1908, the German colonial army in the, the colonial army in the German Southwest Africa annihilated 80% of the Herero population and murdered over half the Nama people. Lieutenant General Lotte von Trotter, commander of the German colonial army, issued his infamous Vernichtungsbefehl, namely the extermination order, which was based on utopian racial fantasies and ideology of race war, which denigrated all African tribes and encompassed a social Darwinist vision of the complete destruction of the Herero society and its replacement with a racially superior colonial order. Germany's brutal and destructive policy towards the Herero was visible not only in the battlefield. Another important element was the labor and concentration camps, which were set up especially to house imprisoned Hereros. The forced laborers worked for both state companies and German corporations. The German historian Jürgen Simmerer, who's of course a professor here in Hamburg, speaks of the first genocide of the 20th century, which was committed by the Germans. These atrocities, which feature an express intention to eradicate population groups, the use of labor and concentration camps as instruments of exploitation and extermination, and a resort to racial science to justify genocidal practices, are a foretaste of what I previously mentioned Arendt calls the boomerang effect. Colonial genocides have been overlooked in the field of genocide studies because the focus has primarily been on the Holocaust and more recently mass killings such as Cambodia, Rwanda, and Bosnia. Now, I take the singularity thesis very seriously. So I'm in no way, because this is something that is often comes up, I'm in no way relativizing the Holocaust or questioning the singularity thesis. Rather, I'm taking Arendt as an inspiration and focus on the entanglements. So I'm not interested in saying this is more important. I'm not into this Olympics of victims. Who's the bigger victim? I personally cannot talk about racism without focusing on anti-Semitism. And later, if in the Q&A we have time, and we come back to the question of enlightenment, the inspiration for the critique of enlightenment actually comes from Jewish scholars and scholars of Holocaust studies like Adorno and Horkheimer. So this is just a very important disclaimer. Now, many monuments were erected to honor the colonial troops, both in Namibia and Germany. However, until recently, there weren't any major monuments raised to the memories of thousands of people who died on account of the enforcement of Germany's colonial will on the territory. So as we know, the Reiter Denkmal in Windhoek was dismantled as recently as 2013, and the genocide monument was installed in Namibia. There's also the colonial monument in Bremen, which was renamed to an anti-colonial memorial in 1990. There have been repeated indiscretions by German statesmen, including the Chancellor Helmut Kohl's greeting when he was visiting Namibia, and he said, dear fellow countrymen. And this was, of course, considered to be when he was visiting Namibia in 1995, which stroked Namibian resentments. There have been intensive contestations over the place of colonialism in German history and German nation building, as well as inappropriate, and of course, the whole issue of appropriateness of reparations payments to Namibia. As we are aware, at the end of the Second World War, following the Holocaust, for the first time it was taken into consideration that reparations can be paid to non-state groups. So these were not just reparations that were paid to states, but also individuals, which resulted in reparations for Holocaust survivors and forced labor camp victims. The definition of terms such as genocide or crime against humanity gave the victims an existence in international law. So Volker Recht recognized that not only nation states are legitimate claimants of reparations, but also individuals. The German Minister for Development and International Cooperation, Heidemarie Witzorek-Soil, during one of her visits, apologized to the Herero people of Namibia, but later, under pressure, had to retract
I mean, under pressure from the German government, had to retract her apology and said that she was only apologizing as a private person and not in the name of the German people. Because, of course, this had immediate financial repercussions. Nonetheless, this apology fueled reparation claims by the descendants of the victims. And in 2004, which marked the 100th anniversary of the Herero uprising against the German colonizers, a lawsuit was filed on behalf of the Herero in an American federal court against several German corporations which benefited from German colonialism, finally extending the lawsuit to include the Federal Republic of Germany itself demanding. So the claim that is made by the Herero Nama people against the German government goes to the amount of $4 billion. Representatives of the Herero point to the similarities between the treatment of Jews and Hereros and claim that since Germany paid reparations to Israel and German corporations paid compensation to former forced laborers, the Herero too deserve repair. Wiedergutmachung. Scholars have argued against using the term. So this is a huge controversy, particularly in international in the scholarship on international law, whether one can use the term genocide when we talk about the Herero Nama killing. The German government insists that it's atrocity and not genocide. And they say that it's anachronistic to use a term which only came up after the Second World War. So the term genocide and crimes against humanity only emerged after the Second World War and was taken up in the legal discourse by international lawyers after the Second World War. So they say you can't use the term genocide to describe something that happened in 1904. Yeah. And interestingly, the Namibian state itself refused to support the lawsuit of the Herero Nama people against the German government because Namibia gets millions of euros in development aid from Germany. And what the Herero Nama people are saying, there's a difference between Entwicklung Zusammenarbeit and justice. Yeah. So this is just, it's an ongoing issue and it's an ongoing controversy, but I just wanted to give you this one example because this has become a huge issue in the current context on integration politics, where they're saying, you know, those new citizens who want to get German citizenship need to, you know, engage with Holocaust and need to engage with the legacies of the fascist regime. And here one sees how there is a kind of a selective memory politics that's happening and how postcolonial amnesia plays a very important role in how German nationhood is constructed on this very selective memory politics. A connected example, and I can only touch upon this, and Maria and I would be happy to come back in the Q&A, is of course the controversy around the Humboldt Forum. Yeah, so it is again a question of how long back in history can you go when you talk about undoing or writing historical wrongs and undoing historical injustice. So I presume y'all are most of y'all are familiar with what has happened with the Humboldt Forum, which describes itself as an epicenter of shared heritage. So as you know, the Humboldt Forum is a large-scale museum project in Berlin with its seat in the reconstructed Berlin Palace located on the museum island and describes itself as the German equivalent of the British Museum. It is boasted as the largest and most ambitious cultural project in Germany and supposedly is a place for understanding the world. The activist collective No Humboldt, this Humboldt Forum costs It was supposed to cost 600 million euros. Now it's crossed the 1 billion mark. Now the activist collective No Humboldt points out that many of the historical objects from the collections have been illegally acquired during the colonial phase of the German Empire. The Preußische Kulturbesitz Foundation, which is in charge of the Humboldt Forum, and the title of the Humboldt Forum, the subtitle is called To Be in Touch with As Much of the World as Possible, sees the Humboldt Forum as a unique cultural center for research of non-European cultures. The majority of the 500,000 valuable items that will be put on display at the Humboldt Forum, including the Benin bronzes and other priceless artifacts,
ended up in Berlin from all over the world through colonial conquest. There is no effort to address issues of ownership or reparation. So for example, the skulls of the Herero Nama victims of the genocide, which were brought for medical research and for a very long time were lying in Charité and another clinics all over Germany, were only recently returned to be buried back in Namibia. Now Berlin profits from plundered art and colonial loot, whereas the German government says that people from all over Asia, from Africa, from Latin America, are very welcome to come to Berlin to participate in the shared heritage. And the cynicism of this statement, I hope, is self-evident, because anybody who's ever applied for a German visa knows how difficult it is to get a German visa. Now, defenders argue that mere 34 years of German colonialism is somehow negligible compared to the 460 years of history being put on display. And we, of course, know that there are economic reasons for denying any kind of reparation claims, not only to the Herero Nama people, but also to look for who, from where do all these different priceless artifacts that are going to be put on display at the Humboldt Forum, that where do they come from? Because then they'll have to be given back. So there is, of course, a very, very strong economic impulse not to address or why to continue with this kind of selective memory politics. So I would say that the project of decolonization has to extend also to the art world. You cannot just decolonize the political realm without also focusing on the art world. I'll move on to my second example when I talk about, selective memory politics and how the nation is narrated, and then I'll hand over the floor to Maria. I think I'm 22 minutes. About 22 minutes. I'll be 3 minutes over time. So my second example is will focus on the recent so-called refugee crisis. And in the aftermath of the sexual assaults during the 2016 New Year's Eve celebration, there's, as we know, been a systematic demonization of all migrants and refugees as sexist and misogynist, while weakening the consensus in favor of Germany accepting large number of refugees, and serves as a fantastic example of the fickleness of German Willkommenskultur. So, Anton, können wir das erste Bild haben? So, you all in the audience must be familiar with these kinds of images. This was the demonstration taken out by Pegida immediately after the assaults. This next bit. Here, the attack on Merkel was that she's more interested in protecting the rights of the non-citizens than the German citizens. The third one, next bit, was particularly controversially discussed because it said, respect us, we are not fair game even when we are naked, implying that, the implication was that, Germany doesn't have a rape culture and that, the migrants and the refugees are bringing in their rape culture from their pre-feminist, repressive context from where they come. And it's interesting to see how Germany and Europe stages itself as emancipated, as modern, as if we are talking about problems of gender inequality or gender injustice, it's only a problem that happens elsewhere. To counteract this kind of presumption, I'd like to share with you all, I like the German word Vorgeschichte, the backstory to this. When the Herero Nama genocide was committed, a very, very important mobilizing argument was the construction of the rapeable white women and the myth of the black rapist, that all black men desire white women and that we need to protect our women from these men. And this was one of the, nice German word, Rechtfertigungsnarrativ, a legitimization strategy to justify racism in the name of gender politics. Yeah, and this is, of course, making a comeback. This next bit, Peter. So Charlie Hebdo, the embodiment of liberal values, immediately after the Cologne assaults came up with this caricature. On the left-hand side, your left-hand side also,
on the top, you see this little caricature of three-year-old Alan Kurdi, who drowned three summers ago in 2015 in Turkey. And then the question on top of the caricature is, what would have become of little Alan had he survived? And then you see two pig-faced men chasing two women, and the punchline is, ask Groper in Germany. So here you see, this is an excellent example of how gender politics is mobilized in order to justify racist politics. I'd like to end with Kant. I'm a philosopher by training, and somehow, no matter what I do, I can't escape Kant. So Kant, when he talks about one of the most important pillars of European Enlightenment, he talks about the universal principle of hospitality, Weltbürgerrecht. And he says, because all us human beings have a common ownership of on this earth, when I land on your doorstep, I have the right. He's not just talking about, you know, this is nicht nur eine Hoffnung, it's not just my hope, aber es ist mein gutes Recht, to be treated with hospitality. Yeah. However, his idea of hospitality, his idea of Weltbürgerrecht is conditional, because he says, I should, as a guest, should only expect to be treated with hospitality as long as I behave myself. If I cause trouble, then the host has the right to deny me hospitality. And Jacques Derrida, in a wonderful deconstructive reading of Kant, says that there is an element of hostility in Kantian hospitality. So he talks about hospitality, hostile hospitality. And he says, you know, true hospitality has to be unconditional. You cannot put conditions when you extend hospitality. I mean, I've always, when I started learning German, and one of the first words I learned was Gastarbeiter. And I was like, well, this is an interesting German word, because coming from India, and I don't want to, you know, feed into Orientalist stereotypes, but I was at least brought up with not having to make my guests work. So this is somehow unique to Germany, where the guests have to work. And of course, it's dirty work that you have to do. And then once your work is done, you may leave. Yeah? So Derrida's idea of unconditional hospitality is, and now hold your breath, that the host becomes hostage to the guest. And the host, the Gastgeber, gives up sovereignty on his or her territory. And that's true hospitality. So I'd like to end, because I started with postcolonial critique, and I'd like to end with a wonderful reading by Homi Bhabha, who talks about, who is inspired by the Freudian term unheimlich. And he says that migrants, he didn't talk about refugees that time, but I would include the refugees, and he says that migrants and refugees evoke this sense of Unheimlichkeit, and it's such a wonderful German word because it has Heim in it. I think one of the smartest things I ever did in my life was to learn German. Although I've done my career critiquing the Germans, it was one of the best things I could have done to learn this wonderful language. So Unheimlich has a Heim in it. And Bhabha, in his wonderful reading of Freud, says that migrants and refugees are so Unheimlich because they have the ability to be at home everywhere. Die können überall beheimatet sein. And that estranges those who feel at home. So I'll hand over the floor to Maria, who's going to tell us a bit more about what it means to be beheimatet. Hast du lange gesprochen. Aber gut, dann jetzt kann ich zwei Dinge machen. Entweder kürzer sprechen oder noch länger. Bis 14:45 strecken, also eine halbe Stunde länger als geplant Thema. Ist. Was nicht heißt, dass du jetzt auch noch. Also es geht dann eben von unserer Diskussionszeit ab. I leave it to you. Noch schneller reden. Ja, genau. Schneller reden ist kein Problem, aber ich muss ja ein bisschen Sorge tragen für die Übersetzerin.
die dann auch genauso schnell übersetzen muss, und das wird ein Problem. Wir haben uns entschlossen, diesen Vortrag, und wir tragen häufiger gemeinsam vor, aber meistens in einer Sprache. Und wir haben einmal ein Experiment gemacht in Wien, in der Night School, ein sehr schönes künstlerisches Experiment, wo man irgendwie im Garten abends gesessen hat mit Menschen, die sich interessiert hat für die Dinge, an die man gerade arbeitet. Und das Problem, einige der Leute sprachen nur Englisch, andere der Leute sprachen nur Deutsch, und es gab keine Übersetzungsmöglichkeiten. Das heißt, es hätte dann simultan Flüsterübersetzungen organisiert werden müssen. Und was wir gemacht haben, ist uns gegenseitig zusammenfassen und zu übersetzen, ich dann auf Deutsch und sie auf Englisch. Und was daran interessant ist, ist, dass weder Deutsch noch Englisch unsere sogenannten Erstsprachen ausmachen. Also Nikita spricht sehr gut Deutsch, ich spreche einigermaßen gutes Englisch, ich spreche einigermaßen gutes Deutsch und sie einigermaßen gutes Englisch auch, aber es sind nicht die Erstsprachen. Sprache, Nation, die Zugehörigkeit zu einer Nation ist aber etwas, was immer in einen Zusammenhang gedacht wird. Und da spielt Gender auch eine besondere Rolle. Nicht umsonst sprechen wir in der deutschen Sprache und nicht nur dort, aber vor allen Dingen auch in der deutschen Sprache von Muttersprachen. Aber weder Deutsch ist meine Mutter, auch nicht meine Tanten- oder Cousinensprache, noch ist es Englisch die Muttersprache oder Tantensprache von Nikita. Aber dennoch sind beide Sprachen, Deutsch und Englisch, Teil dessen, was wir verkörpern, Teil dessen, wie wir uns die Welt erklären, zu eigen machen, zu versuchen, sie zu verstehen. Es ist, wie Arundhati Roy mal gesagt hat, das Englisch ist Teil meiner Haut. Man könnte praktisch sagen, dass die Sprachen uns ausmachen, Teil unserer Epidermis dann auch darstellen. Und dann sind wir vielleicht wie Schlangen. Wir haben mehrere Häute, die übereinander sind. Und die Sprachen, die vielleicht viel stärker an dem anlegen, was das Affektive in uns hervorbringt, das ist weder Deutsch noch Englisch. Ich werde jetzt versuchen, das, was Nikita als Beispiele gebracht hat von der Wichtigkeit, der Notwendigkeit von postkolonialen Perspektiven, praktisch fortzuführen und das zu verlinken mit auf der einen Seite der Idee von Frauen und Kolonialismus und dann kommen zu, warum Migration immer als Störung empfunden wird, als Sicherheitsrisiko empfunden wird und warum das etwas Positives ist. Für Frauen im Beginn des 20. Jahrhunderts, und das ist vielleicht ganz wichtig, weil normalerweise wird Kolonialismus nur als etwas gesehen, was sehr negativ konnotiert ist. Die Einnahme von Ländern und Regionen, Genozide, die Ausbeutung, gnadenlosen Ausbeutung sowohl der menschlichen Arbeitskraft, aber auch der Ressourcen in diesen Ländern. Aber natürlich könnte man das kontraintuitiv auch anders wenden und die Perspektive wenden. Denn für viele, und wir vergessen sehr häufig, dass Kolonialismus die erste große Migrationsbewegung war, die es in der Welt gab, für viele Frauen in Europa war im Beginn des 20. Jahrhunderts die deutsche Kolonialbewegung und alles, was damit einherging, eine Möglichkeit, Emanzipation zu erlangen. Mit der Übersiedlung in die deutschen Kolonien erhielten sehr viele Frauen in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern soziale Mobilität, aber auch beispielsweise die Möglichkeit, Wissen zu erlangen. Ich erinnere mich daran, dass wir ungefähr vor 4-5 Jahren mal einen Silvester so verbracht haben, man muss ja experimentieren mit diesen Feiertagen, so verbracht haben, dass wir stundenlang nur Kolonialfilme angesehen haben. Das war ganz lustig. Man konnte dabei auch trinken, das hat auch geholfen. Das war aber auch deswegen interessant, wie viele dieser Kolonialfilme als Protagonistinnen Frauen haben und wie dort eigentlich subtile Emanzipationsgeschichten erzählt werden. Kolonialismus bot für viele Frauen eine Möglichkeit, ein Wissen zu erlangen, zu dem sie ansonsten keinen Zugang erhalten hätten. Die Kolonialisierung der Welt erwies sich für Frauen ab dem 19. Jahrhundert als eine Emanzipationsdampfmaschine.
Ja, also die Industrialisierung beginnt, die Emanzipation beginnt praktisch auch zu gären und der Kolonialismus spielte eine wichtige Rolle. Dazu gehörte nicht nur die Tatsache, dass die Gelegenheit bestand, eine gute Partie in den Kolonien zu heiraten und fortan von der Arbeitskraft kolonisierter und mitunter versklavter Menschen zu profitieren. Auch die Emigrationen erweiterten sich, Widerstandskräfte und Produktivität entfalteten sich. Unzählbare, als unüberwindbare gedachte Grenzen konnten plötzlich überschritten werden. Schon in den 80er Jahren machte Mamoun Zai darauf aufmerksam, und zwar in ihrem Buch, was den Titel trug, Schwarze Frau, Weiße Herren. Und sie wies da zum Beispiel auf das Fraueneinwanderungsprogramm hin, das ein wichtiger Bestandteil der deutschen Kolonialgesellschaft war und vor allem auch auf die intimen Kontakte, die bestanden zwischen schwarzen Frauen und die intimen Kontakte zwischen schwarzen Frauen und weißen Männern verhindern sollte. Und ich zitiere, bereits am 20. März 1898 konnte der Gouverneur der Kolonie Südwestafrika, Theodor Leutwein, vom glücklichen Ausgang dieses Experiments berichten. Eines der Mädchen war bereits verheiratet, weitere 6 waren verlobt. Deutsche Frauen in den Kolonien haben ebenso wie die Männer das Leben in den Kolonien beschrieben und die Beschreibungen, die Mamoun Zai in ihrem Buch zum Teil akribisch zusammengestellt hat, sind von solch rassistischer Gewalt durchzogen, dass es mir unmöglich erscheint, auch moralisch unmöglich, von einer Mittäterinschaft zu sprechen. Viel eher ist von einer aktiven Täterinschaft auszugehen. Ich zitiere, deutsche Kolonialfrauen haben durch ihr rassistisches Verhalten die Frauen der kolonisierten Völker in besonderer Weise diskriminiert. Zitat von Mamoun Zai. Nachdem Mamoun Zais Buch in den 80er Jahren durchaus stark in der deutschen Frauenbewegung rezipiert wurde, bleibt es jetzt meiner Meinung nach erklärungsbedürftig, warum es über 30 Jahre gedauert hat, bis postkoloniale Betrachtungsweisen und die koloniale Vergangenheit Deutschlands eine stärkere Rezeption erfuhren. Sowohl in den wissenschaftlichen Disziplinen, aber auch durchaus in der Kunst. Und gerade ist in der Kunst ja alles postkolonial. Das Verschwinden Mamoun Zais, Dokumentation kolonialer Gewalt unter einer spezifisch feministisch-kritischen Perspektive, lese ich deswegen zugespitzt als eine iterative Löschungsstrategie. Immer wieder und mit immer wieder anderen Mitteln wird ein Wissen verdeckt, verdrängt und disqualifiziert, welches uns Zugänge zu den anderen Seiten europäischer Modernität eröffnen könnte. Die feministische Forschung, die feministische Kunst und Praxis muss kontinuierlich diesen Löschungsvorgang nachgehen. Sie hat dazu im Laufe der Jahre auch gute Taktiken und Strategien entwickelt. Und es bleibt ein Rätsel, warum, wenn in den 80er Jahren es doch schon eine sehr aktive Diskussion gegeben hat und davor im Übrigen auch schon in den 70er Jahren, dies dann mit dem Ankommen der postkolonialen Theorien in Deutschland nicht aufgenommen wurde, sondern man praktisch wieder von vorne angefangen hat. Jetzt aber, und das ist interessant sprachlich gesehen, mit angloamerikanischer Literatur. Warum benötigte man die Theorien von den Intellektuellen, die in Harvard und an der Columbia sind, um sich darüber klar zu werden, wie wichtig es ist, sich die Wirkmächtigkeit kolonialen Geschehens anzugucken, egal von welcher Perspektive wir das betrachtet. Innerhalb der feministischen Diskussion gab es ein kurzes Aufflammen in den 70er und 80er Jahren, was sofort wieder gelöscht wurde. Auch das, glaube ich, ist wichtig, sich anzuschauen. Ich komme jetzt zu der Idee von Migration und einige Punkte hat Nikita schon genannt, die ich dann aufnehmen will, weil für uns ist postkoloniale Theorie oder postkoloniale Perspektiven, das Nachdenken über die Wirkmächtigkeit von Kolonialismus nicht etwas, was man machen kann und dann kann man auch sich angucken Migration und Rassismus. Man kann aber auch nicht so tun, als würde man eine kritische Migrationsforschung betreiben und das wäre dann schon postkolonial informiert. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich die kritische Migrationsforschung durchaus zu supplementieren mit einer postkolonialen Perspektive. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass die postkoloniale Theorie in der Lage ist, die kritische Migrationsforschung durchaus zu kritisieren, sie kritisch zu intervenieren und gleichzeitig zu ergänzen. Supplementierung innerhalb der postkolonialen Theorie, eingebracht von Spivak, rekurrierend auf Rousseau, bedeutet immer die Kritik und die Ergänzung.
Also supplementieren wir jetzt umgekehrt das, was wir gehört haben zu der Notwendigkeit und Wichtigkeit postkolonialer Studien mit kritischen Migrationsforschungsanalysen. Viele glauben, dass das Ende des Nationalstaats schon naht. 2001 ist es das, was Michael Hart und Antonio Negri in Empire postulieren. Und auch wenn ich nicht glaube, und wahrscheinlich kaum jemand hier im Raum glaubt, dass tatsächlich das Ende des Nationalstaats naht, vielleicht eher das Gegenteil, so kann doch von einem gewissen Bedeutungsverlust gesprochen werden. Also vielleicht ist die Bedeutung des Nationalstaats zumindest irritiert worden. Und das natürlich nicht nur über theoretische Auseinandersetzungen. Die Migrationsbewegung und damit in Zusammenhang stehende diasporische Prozesse, also das Niederlassen von Menschen, das Teilwerden des nationalen Gewebes von Menschen, die vorher dort nicht gelebt haben, verformen gewissermaßen die hegemonialen Nationalstaatsimaginationen. Die Idee, wie ich mir die Nation vorstelle, verändert sich. Und wir sehen das in diesem meiner Meinung nach etwas eher ärgerlichen Disput um Özil. Weil ich finde, wir sollten eher darüber diskutieren, warum es noch überhaupt Nationalmannschaften geht und nicht, warum jemand nicht dazu gehört. Und es ist anzunehmen, dass die scharfen Grenzziehungen, die wir jetzt erleben, in einer direkten Beziehung zu den sanften Transformationsprozessen stehen. Nicht zufällig sprechen die dominanten Bevölkerungsgruppen innerhalb Europas, also die Mehrheitsbevölkerung der jeweiligen Nationalstaaten, von einer Bedrohung durch Migration. Symptomatisch sind auch das Erstarken rechter politischer Gruppierungen und ihre rassistischen Interventionen, insbesondere im Feld der Migration. Da ist Frontex, da sind die Ankerzentren, da sind die Kriminalisierungsprozesse von sogenannten Seenothelferinnen und so weiter und so weiter. Gleichzeitig mit diesem Prozess der verschärften Grenzziehung, also das wäre meine These, es gibt eine verschärfte Grenzziehung, eine gleichzeitig Veränderung und Transformation der Idee der Nation und wie diese Nation imaginiert wird und zusätzlich ein Aufkommen damit, und ich glaube, das hat was mit dieser Ambivalenz zu tun, mit diesem Disput, der da stattfindet, finden vermehrt rassistische Praxen statt und werden auch weiterhin toleriert und legitimiert. Das sind Brandanschläge auf Unterbringung Asylsuchender, das sind rassistische Praxen wie das Racial Profiling und so weiter. Gelinde gesagt sind dies beunruhigende Entwicklungen, die nicht einfach mit Krise, sei das jetzt Finanzkrise, Klimakrise oder was auch immer für Krisen oder Refugee Crisis und der zunehmenden Prekarisierung großer Bevölkerung zu erklären sind. Denn, das ist das Interessante, was Baba ja auch in den 80er Jahren schon postuliert hat, Migrationen bringen die tradierten Zugehörigkeitsvorstellungen ins Wanken, weswegen Migrantinnen von der dominanten Bevölkerung oft als unheimlich und mithin unberechenbar wahrgenommen werden. Als unheimlich und mithin unberechenbar wurden aber auch die kolonialisierten Menschen beurteilt. Sie fordern Imaginationen wie Heimat, aber auch Identität heraus, verstellen und verbiegen diese. Und ich rekurriere hier immer sehr gerne auf Willem Flusser, ein Philosoph, der in Prag als Prager Jude geboren wurde und dann im Exil fast sein ganzes Leben gelebt hat, erst in England und dann in Brasilien, später dann nach Frankreich gekommen ist und dort gestorben ist, Flusser spricht in diesem Zusammenhang von Migration als einem Prozess der Befreiung der Beheimateten. Migration hat die Möglichkeit in sich, birgt die Möglichkeit in sich, die Beheimateten zu befreien, weil sie sind praktisch Hostage. Sie sind Gefangener der Idee der Zugehörigkeit. In diesem Bild bleibend ist Heimat und die damit einhergehende Heimeligkeit bedrohend, gewalttätig und ausgrenzend. In einer ähnlichen Denkbewegung verkörpern Kulturen auch für Baba rückwärtsgewandte Konstruktionen, die als Effekt historischer Prozesse beschreibbar sind. Totalisierende Erklärungsversuche, wie sie zum Beispiel auch zu finden sind in dem Multikulturalismusdiskurs, die versuchen, disparate Kulturen zu einem harmonischen Ganzen zu amalgamieren. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder in
linken Bewegungen sehen, progressiven Bewegungen sehen, Avantgarde-Bewegungen sehen. Immer dieses Versuch, was Harmonisches, Ganzes irgendwie in diesem Fragmentarischen doch noch zu finden, weist Baba vehement zurück. Ihm zufolge sind disparate Kulturen nie präexistent, sondern immer Folge spezifisch historischer Phänomene. Kolonialismus stellt dabei ein besonders markantes historisches Geschehen dar. Kulturelle Differenzen als Vielfalt zu feiern, kann insoweit bestenfalls als problematisch beschrieben werden. Und das wird in einer solchen Lesart, wird eben Kultur eher als ein umkämpftes Gebiet. Deswegen finde ich das auch mit diesem Diversity-Zeug so ein bisschen, geht so. Baba fokussiert in seinen Schriften häufig, und darauf hat Nikita schon hingewiesen, die Unheimlichkeit der migrantischen Erfahrung. Für ihn verkörpern Migranten eine hybride Identität, die ihnen die unheimliche Fähigkeit gewährt, wo auch immer zu Hause zu sein. Eine Fähigkeit freilich, die oft gefeiert wird, ich bin überall zu Hause, aber immer das Risiko in sich birgt, vielleicht nirgendwo zu Hause zu sein. Und es gibt da zum Beispiel in verschiedenen Communities auch unterschiedliche Ansätze und Perspektiven. Zum Beispiel ist es ein Claim, also eine Forderung der meisten Roma-Organisationen, überall zu Hause sein dürfen, zu dürfen. Ja? Also zu Hause sein zu dürfen, egal wo sie sind. Während andere sagen, das ist unser Territorium und das beanspruchen wir und da gab es eine Fremdherrschaft. Oder andere sagen, wir haben immer hier gelebt und niemand anderes soll hier leben. Überhaupt ist diese Idee, dass Land, Territorium und Körper miteinander in Zusammenhang stehen, verschmelzen und nicht trennbar voneinander sind, eine völlig verrückte Idee. Das ist so, wie Spivak sagt, der Unterschied zwischen mir und einem Baum ist, ein Baum hat Wurzeln, ich habe Füße und deswegen bewege ich mich. An dieser Stelle darf nicht ungesagt bleiben, dass auch die Bestimmtheit und oft scheinbare Angstfreiheit, mit der verzweifelte Menschen agieren, diejenigen beunruhigen muss, die sich nur darum kümmern müssen, dass sie selbst ein gutes Leben führen. Wenn 500 Menschen auf einem veralteten Schiff auf engstem Raum versuchen, das Mittelmeer zu überqueren und dabei umkommen, so erscheint das vielen als Wahnsinn, Verrücktheit. Projekte wie Frontex und Eurosur dagegen die Mehrheit in der EU als folgerichtig erscheinen, als richtig erscheinen, als legitim erscheinen, ist wohl der eigentliche Wahnsinn. Und zwar ein historisch gewordener und zudem legitimierter Wahnsinn. Wollen wir Rassismus etwas entgegensetzen, so muss dieser verrückte Konsens gebrochen werden. Die hegemonialen Vorstellungen eines Wir und die anderen zu verändern, verlangt allerdings, wie Spivak nicht müde wird, zu betonen, vor allem eins, Geduld und Determiniertheit. Und wie Nikita schon gesagt hat, ich bin auch der Meinung, dass die deutsche Sprache eine fantastische Sprache ist, auch von fantastisch, so sehr fantasievoll. Und da möchte ich jetzt zum Abschluss auch noch auf ein Wort kommen, und zwar das Wort der Heimsuchung. Die Heimsuchung beschreibt einen Schicksalsschlag, der als göttliche Prüfung oder Strafe empfunden wird. Für viele ist Migration eine solche Heimsuchung. Und ich nehme diese Heimsuchung als Möglichkeit, um davon praktisch abzuspringen und weiterzudenken, und wende mich der Idee von Jacques Derridas Gespenstern zu. In Ken McMullens Film Ghost Dance, auch aus den 80er Jahren, wird der Philosoph gefragt, ob er an Gespenster glaube, und antwortet darauf, selbst wenn das nicht so wäre, so würde ich doch sagen, lang leben die Gespenster. Der Begriff des Spektralen steht für Derrida dabei in einem direkten Bezug zur Zukunft. Eine Zukunft, die allerdings mit dem Hier und Jetzt radikal bricht und mithin das angenommene Kontinuum der Geschichte durchbricht. Ausgehend von der derridaschen Auseinandersetzung mit den Krisen nach 89 können wir Gespenster und Geister allgemein als das Vergangene und doch nicht Vergangene beschreiben, weswegen die Auseinandersetzung mit Erinnerungspolitiken anhaltend bleiben muss und multipliziert werden muss. Europa, deren Entführung nach Rache ruft, repräsentiert heute Recht und fehlende Gerechtigkeit gleichermaßen. Wie oft versuchen wir die Gewalt, das Böse, welches in Europa eingeschrieben ist, zu vergessen
und doch sollten wir dies im Namen der Gerechtigkeit nie tun. Widmen wir uns also hier den historischen Heimsuchungen, die Nikita schon vorher auch präsentiert hat, dann kommen wir vielleicht zu etwas, was ich bezeichne als Spektrologie, die Gespensterlehre. Die Gespensterlehre widmet sich den Heimsuchungen der Vergangenheit, wie die Psychoanalyse sich den Erinnerungsspuren in unseren Unbewussten annimmt. Das bedeutet, auf der Subjektebene diesen Erinnerungsspuren nachzugehen, um die Möglichkeit zu haben, bestimmte Formen der Gewalttätigkeit, die eingeschrieben sind in den Körper, auch eventuell überwinden zu können. Das ist das, was Derrida in den Spuren der abendländischen Philosophie auch versucht zu sehen. Wollen wir den Blick auf die traurigen und erschütternden Seiten Europas wenden, dann müssen wir und können nicht anders auf der einen Seite auf Kolonialismus, den Nationalsozialismus schauen, aber auf der anderen Seite die anhaltende, gewalttätige Geschichte der Migration innerhalb Europas. Und ich rekurriere noch auf einen Punkt, den ich ganz spannend finde und der von Ayal Weizmann aus London beschrieben wird, der mal in seiner Arbeit sehr eindrucksvoll gezeigt hat, was es bedeutet, dass man den was passiert in einem Bruchteil der Sekunde, in einem Bruchteil der Sekunde. Ich habe früher immer, wenn ich Einführungen gemacht habe in Gender und Queer Studies, die Studierenden gefragt, woran seht ihr in einem Bruchteil der Sekunde, dass ich eine Frau bin? Es gab Pfiffige, die haben dann gesagt, steht im Vorlesungsverzeichnis. Und dann gab's, und dann war aber eher so still, ich sage, jetzt sagt doch, also was, warum seht ihr das, was ihr seht? Und beschreibt es genau in den Worten. Und dann kommen natürlich so Dinge wie die Brust, die Stimme und so weiter. Bei breiten Hüften habe ich immer unterbrochen. Das reicht. Man will ja nicht alles wissen. Und dann passierte etwas ganz Interessantes. Eine Freundin fuhr in der Bahn und verfolgte folgendes Gespräch. Sie sagte dann, zwei Studierende unterhalten sich. Sagt der eine, ich bin in einem super Seminar. Ich sage, ach echt, bei wem denn? Ja, Castro Varela. Ach, ist das die nicht weiß, ob sie ein Mann oder eine Frau ist? Das ist interessant. Also ich gehe natürlich nicht im Seminar, um mir darüber klar zu sein, weil die Unklarheit darüber eigentlich etwas ist, was ich suche und nicht die Klarheit darüber. Was interessant dabei ist, ist, was passiert in einem Bruchteil der Sekunde? Ich zitiere Weizmann. Ein Bruchteil einer Sekunde kann nicht weiter, als ist zwar ein nicht weiter zerlegbarer Moment in der Zeit, in dem kein Nachdenken, keinerlei Berechnung möglich ist, mit Blick aber zum Beispiel auf rassistische Praxen wie die Polizeimorde an schwarzen Autofahrern in Amerika, kann eben genau das zeigen, wie dieser Moment, den wir nicht mehr zerteilen können, ein Moment einer zeitlichen Unteilbarkeit, der Bruchteil einer Sekunde, von der Longue Durée rassistischer und kolonialer Gewalt durchwirkt ist. Also wie in einem Bruchteil der Sekunde unsere Geschichte, die Longue Durée-Geschichte, die sich hält über Jahrtausende und weiter wirkt, sich in dieser Bruchteil der Sekunde wiederfindet. Weizmann verdeutlicht, wie das dünne Argument, das einen tödlichen Schuss gegenüber einem Unbewaffneten legitimiert, ich habe nicht nachgedacht, ich habe einfach geschossen, letztendlich nur möglich als Konsequenz einer sich langsam, aber stabil aufgebauten rassistischen Gesellschaft zu verstehen ist. Das heißt, dass bestimmte Argumentationen, die praktisch affektiv sofort einem in den Mund kommen, in den Kopf kommen, sind die Konsequenzen einer Longue Durée. Deswegen sprechen wir auch von Rassismus als etwas Erlerntes. Ohne Rassismus ist aber Heimat auch nicht denkbar. Wir können ohne Rassismus Heimat nicht denken, weil Heimat der reine Raum ist, der unkontaminierte Raum. Wir brauchen praktisch das, was auch diesen Raum beschmutzen könnte. Und es ist interessant, wie diese Idee von Beschmutzung, von Kontaminierung, von Verletzung und damit auch Verletzlichkeit auf diesen Raum der Heimat auch projiziert kommen. Ich komme zum Abschluss mit einem kleinen Beispiel aus meiner Arbeit zu Utopien von migrierten Frauen. Und zwar mir wichtig, mir Subjekte anzuschauen, die sich selber auch als Frauen bezeichnen und was sie eigentlich für Ideen haben für die Zukunft. Und ein Beispiel habe ich euch heute mitgebracht.
Und die Frau, die das erzählt oder die das so zum Besten gegeben hat, während einer Gruppendiskussion, habe ich jetzt Aische genannt, 22 Jahre, Studentin. Und sie sagt, ich habe eine ganz andere Vorstellung. Auf jeden Fall ist das ein ganz riesengroßer Traum von mir. Ich weiß ganz genau, dass das nicht, ja, also irgendwie nicht realisierbar ist. Auf jeden Fall wünsche ich diesen Deutschdeutschen, die hier in Deutschland leben, ich möchte alles, was ausländisch ist, abschaffen. Was hier wirklich ist, eine Erfahrung wert. Zum Beispiel für ein Jahr oder für zwei Jahre alles, was nicht Deutschland ist, zum Beispiel dieser Döner-Imbissbuden und was weiß ich, die Reisen, das Ausland, das ist echt cool. Alles weg, alles weg. Nichts Ausländisches mehr. Da möchte ich mal die Deutschen beobachten. Ich glaube, die würden zugrunde gehen. Und dann lachen alle, das ist eine Gruppendiskussion. Das ist auch gut. Das ist wirklich eine gute Idee. Da würden sie bestimmt sagen, Ausländer her, kommt rein, wir gehen zugrunde. Und alle lachen. Das ist die Form, das ist eine Utopie halt. Aber das würde wirklich eine Erfahrung wert. Alles Ausländische raus, kein Urlaub mehr halt ins Urlaub, nur noch Deutsch. Richtig, Bockwurst und Bockwurst, nichts mehr. Keine Tees mehr überhaupt, die ganzen Gewürze, was ausländisch ist, alles weg. Was meinst du mal, wie die Deutschen da gucken? Ja, das wäre richtig bitter. Die würden sich wünschen, dass die Ausländer reinkommen. Serpil, die bei der Diskussion dabei ist, ist schon was gemein. Das wär's, das möchte ich. Aber das ist nicht realistisch, oder? Die von Eich skizzierte Utopie ist sozusagen eine Rachevision und auch eine Warenutopie. Eiche fantasiert, was passieren würde, wenn die radikal rechtsextreme Fantasie Wirklichkeit würde und Deutschland nur deutsch wäre, rein sozusagen. Es handelt sich um eine Vorstellung, welche sie gewissermaßen griffbereit dabei hatte. Ganz schnell, split of a second. Eine Idee, über die sie anscheinend oft nachgedacht hat, weswegen sie diese spontan reproduzieren konnte. Mit Selbstbewusstsein und Nachdruck präsidiert sie eine Utopie, in der sich Wut lustvoll Platz macht. Die Wut richtet sich gegen die Deutschdeutschen, eine Bezeichnung, die die Diskutantinnen der Gruppe für in Deutschland lebende Mehrheitsangehörige immer wieder zur Anwendung bringen. Deutschdeutsche, das sind jene, deren Zugehörigkeit nie hinterfragt wird und die auch selber ihre Zugehörigkeit nie hinterfragen müssen. Sie sind deutsch und daran wird nie ein Zweifel geäußert. Damit einher gehen alle Privilegien, die aufgrund unhinterfragter Zugehörigkeit zugestanden werden. Von Wahlrecht bis hin zur freien Wahl des Arbeitsplatzes und einem recht sorgenfreien Alltagsleben. Im Kontext der Diskussion um Utopien hat Deutsch-Deutsche einen bitteren Nachgeschmack. Es klingt verächtlich, aber auch ein wenig mitleidig. In Eiches Utopie verschmelzen Deutsch-Deutsche zu einer homogenen Masse von flehenden Bittstellern. Bitte nicht. Dabei wird die aggressive Imperativ Ausländer raus zur Deutsch-Deutschen lächerlich machenden Bitte Ausländer her. Zu Beginn und am Ende der Passage markiert die Sprecherin die formulierte Utopie als unrealistisch. Auch sagt sie, dass sie dieselbe ein Traum wäre und dass das Experiment nur ein, zwei Jahre andauern sollte. Utopie tritt hier in eine dystopische Variante auf, deren Wirkung immer wieder durch Referenz zu den Möglichkeiten des Hier und Jetzt eingeschränkt wird. Eiche geht nicht davon aus, dass ihr Traum Wirklichkeit werden kann. Und auch den Traum selber grenzt sich schließlich temporal auf ein bis zwei Jahre ein. Es ist eine dystopische Vorstellung, die einer rechten Vision von reiner Nation erschreckend ähnlich ist. Nur dass Eiche fantasiert, dass diese Ansichten eines reinen Raumes albtraumhaft sind. Eiche extrapoliert die Ausländer-Raus-Parole und parodiert sie gleichzeitig. Die Macht des Imperativs wird dadurch für einen kurzen Moment zumindest gebrochen und zu einem feindseligen Witz. Und alle lachen. Der Heimatdiskurs ist ein schwieriger Diskurs. Und wir wissen, dass der Begriff Heimat auch kaum in einer anderen Sprache zu finden wird. Für Arendt ist Heimat ein Menschenrecht. Das Recht darauf, ich zitiere, an einem Ort rechtlich anerkannt und rechtlich geschützt zu leben und nicht nur zu leben, sondern zu wohnen und zu arbeiten, Familie und Freunde, Erinnerungen und Sehnsüchte zu haben. Zitat Ende. Anders sieht es dagegen der Philosoph Ernst Bloch, für den das Heimatliche ganz und gar nicht etwas ist, was positiv ist. Denn das wahrhaft Heimatliche fällt für ihn zusammen nicht mit einem physischen Ort, sondern mit etwas, was es nicht gibt und niemals geben sollte. Heimat
wirkt innerhalb zum Beispiel von utopischen Diskursen wie eine umgekehrte Utopie vom besseren Leben in der Fremde. Sie sind gleichsam das Spiegelbild der Migration. Flusser stellt folgende spannende Überlegung hierzu an. Wenn Heimat der Ort ist, an dem diejenigen, die beheimat sind, die Codes des Miteinander kennen, wie man sich begrüßt, wie man Hallo sagt und so weiter, können dann die Fremden zu Beheimateten werden, sobald sie eben diese Codes lernen? Das wäre Integration. Lernt die Codes. Macht die Tür auf, wenn jemand kommt mit dem Kinderwagen. Sagt guten Tag, wenn ihr einen Laden betritt. Im Grunde genommen beschreibt Flusser mit diesem Gedankenspiel das, was Integrationsexperten fortwährend versprechen. Diejenigen, die gelehrsam, fleißig und willens sind, können integriert werden, um dann an der Gesellschaft, so wie sie ist, zu partizipieren. Also auch an einer rassistischen Gesellschaft. Dieses Kapitel muss dann nochmal explizit geschrieben werden. Mit anderen Worten, wer will, der kann Heimat in der Fremde finden. Doch, wie Flusser feststellt, tritt ein Problem gerade in dem Augenblick auf, in dem sich die unbewussten Codes als Erlernbare zeigen. Denn ihre Erlernbarkeit lässt sie banal erscheinen. Die Heimat wird plötzlich verkitscht. Und dann, so Flusser, kommt es zu einem polemischen Dialog, und ich zitiere, der entweder in Pogromen oder in der Veränderung der Heimat oder in der Befreiung der Beheimateten aus ihren Bindungen mündet. Wenn ihr utopisches Visionierum als virtuelle Migration bezeichnet, dann könnte Migration als ein fortgesetzter Prozess materialisierter Infragestellung beschrieben werden. Beide können unter bestimmten Umständen einen polemischen Dialog zwischen den zufriedenen, gesättigten Beheimateten und den suchenden Fremden entfachen. Migrantinnen sind in dieser Vorstellung gewissermaßen, existenzialistisch gesprochen, hineingeworfen in die Existenz der Suchenden. Und die Existenz der Suchenden ist hier was Positives. Für einige bedeutet es die Suche nach den Wurzeln, warum auch nicht. Für andere die Suche nach einer Utopie. Während die Pluralisierung von Heimat in eine Bewegung darstellt, die in Gang gesetzt wird, sobald Heimat als solche einer Kritik unterworfen wird. Kurz, sagt Flusser, ich bin heimatlos, weil zahlreiche Heimaten in mir lagern. Seine Selbstbezeichnung lautet denn auch, ich bin Prager und Paulastiner und Robinjonenser und Jude und gehöre dem deutschen sogenannten Kulturkreis an. Und ich leugne es nicht, sondern ich betone es, um es verneinen zu können. Der Akt des Verneinens bedeutet sozusagen die Befreiung von geografischen Bindungen und Gewohnheit. Der Verlust der Heimat, der auch Leid bedeutet, wird Freiheit jedoch nur dann darstellen, wenn Migrantinnen es im Sinne Flussers ablehnen, an den Mystifikationen von Gewohnheit teilzunehmen. Egal, ob das die eigene Community, das eigene Herkunftsland oder das Land bedeutet, an dem ich angekommen bin. Der Versuch, Migranten immer wieder als Fremde zu beschreiben, scheitert an der Beharrlichkeit, mit der sie an dem Projekt Heimat teilnehmen. Heimat bedeutet die Möglichkeit des Rückgriffs auf nicht beliebige vertraute Strukturen. Es ist eben dieser Rückgriff auf die vermeintlich vertrauten Strukturen, der sich als fataler Fallstrick entpuppen kann und in der Konsequenz nicht selten die Stabilisierung hegemonialer Logiken bedeutet. Das ist mit Grund ein dafür, warum ich Blochs utopische Heimat nicht nur für erklärungskräftig halte, sondern auch als sinnvolle gedankliche Herausforderung ansehe. Bloch nutzt die Geladenheit des Begriffs und versetzt ihn gleichzeitig in Bewegung. Eine Vorstellung, die die afrodeutsche Poetin Maya Yim mit dem Satz, ich zitiere, die Heimat trage ich in den Schuhen, metaphorisch und im Grunde blochianisch zum Sprechen gebracht hat. Heimat wird auch bei ihr zu einem Ort, den es nicht gibt und nicht geben darf. Und es sind immer die anderen, die den Status quo in Frage stellen und nicht umgekehrt. Deswegen glaube ich, dass Wattimo recht hat, dass Freiheit gedacht als Freiheit tatsächlich ein konstantes Oszillieren ist zwischen Zugehörigkeit und Unheimlichkeit und stimme etwa Said zu, der davon ausging, dass die Einzigen, die tatsächlich in der Position sind, kritische Gesellschaftsanalysen anzustellen, die transformativ sind, diejenigen, die die Position des Exils besetzen. Denn die diasporischen Intellektuellen wissen, dass Ignoranz etwas ist, was nur diejenigen sich leisten können, die tatsächlich beheimatet sind, während die Migrantinnen und die diasporischen Subjekte diejenigen sind, die die Aufgabe ernst nehmen müssen und die Beheimateten endlich, aber endlich und endgültig befreien sollten. Danke.
Beautiful. Nun, wir werden eine Fragerunde machen. Wir als Publikum werden alle zusammen sprechen und dann gibt es einmal Schlusswort von euch, denn wir sind über der Zeit ohnehin. Wir können, aber es gibt so viele Resonanzräume mit den schon geführten Diskussionen, dass ich denke, wir das alles auch in die nächsten Diskussionen mit reinnehmen können. Da gab es eine Meldung. Yeah, hello, thank you. My question is about the two terms and the link between the two terms and the use in German academia. And those terms are post-colonialism and post-migrant theory. But first I wanted to thank you for speaking. It's a big thing for me. because I came across your writings on a PhD level when I was on a PhD level, so pretty late, which is inexcusable, but it really like changed my academic life and made me change my PhD, which was a big thing and or the topic. And so now I'm somebody from the so-called post-migrant community writing about those topics, which turns out to be very difficult and has its own, yeah, really difficulties on so many levels. And so my biggest problem, I know that you in your writings make this link very strong between like post-migrant theory and colonialism, or try to make it, but I feel that it's not made strongly when it comes to the whole like post-migrant research, like critical post-migrant research. And because I feel, so what happens, the post, as I see it, the word post-migrant is like often used to like Germany, starting from 45 maybe, starting with the Gastarbeiterinnenzeit, guest workers period. And the question of race and gender is often very much excluded, which now I'm so emotional about, because I think it becomes a really dangerous practical thing. First, it's just a theoretical thing that like race and gender maybe not like talked about enough in post-migrant critical post-migrant research. But like so I'm from the Polish migrant community, and what shocks me a lot, and yeah, it's just a shame, is that a lot of people from my community became pretty right wing, you know, and I've seen and heard people, especially women who have been cleaning ladies a lot. This is a lot. Yeah, it was very common in the Polish community, like make racist comments about like women of color when they clean and when they see them. And this is shocking. But for me, it is a big symptom for like the way also like post-migrant research is not radical enough in making this link also to the past. I think also the race and gender question, that it's not dealt with that much, has to do with like that the link between colonialism like pre-45 and this research is not done. And I know you mentioned this in a lot of your texts, but maybe there's something you can say about it. Thank you. Do we have more contributions? Auch von mir vielen Dank. Es war sehr erhellend, beide Vorträge. Ich habe eine Nachfrage. Du hast ganz kurz erwähnt, also Kritik an den Wörtern Multikulturalismus und Diversity erwähnt, und einfach, ob du da noch zwei, drei Sachen zu sagen kannst, weil das nur so anklang. Danke sehr. Also for me, a question. You both referenced Hannah Arendt, which I found really interesting, because I really admire her way of thinking, and I kind of praise her as a huge intellectual. But just recently I read her book about violence and power, or power and violence, Macht und Gewalt, and she used the N-word. And that disappointed me so much in a way. I was like, no, not another one. How would you advise to deal with such a thing? Thanks. So if there's something other urgent, if not, I would give it back to you. And if you want,
I would add one small point. I liked a lot how you were connecting or like supplementing post-colonial, post-migrantic theory with post-colonial theory. And this is something we started to talk about yesterday when we were thinking that all this, we are looking at, for example, the refugees that are coming here as if they have a problem and we have to help them. There are bedrohlich, as you're saying, but there are also, you know, hilfsbedürftig, minderwertig in the philanthropic discourse. And we never think of them as a Problem des Selbst. Like Europe never thinks of its own post-colonial predicament and to look at migration as part of it. And I think it's a continuation of what we started to talk about yesterday. I also liked a lot the East India reference. We had an East India reference just before in the panel. And me as a Greek, I have to say that the question of reparations is the exact same questions in Namibia. And there is people in Greece working actually together or trying to say that we have to actually follow the Namibian people in this claim of reparation because there is an amnesia and this amnesia is strategic. Because if you start to do memory culture, you will have to pay, right? My question, though, also in recurrence to what you were saying, Maria, is you talked about the spectrum, you know, and we have to think about spectrums and to fill it. But a spectrum that came back is Heimat in itself, you know. You could also say this chimera, this Gespenst, as Klaus was writing to me, also is a spectrum that came back. And my question is like, how do we deal with this kind of spectra, you know? There isn't a strategic amnesia, and then there is no amnesia if we have to think about terms like Heimat. So this would be, some, maybe you can comment on it, you know? There is like a strategic remembrance back if it concerns Heimat. So far. Okay, I'll start. Thank you so much for your questions. I think I'll take the first and the third and you can take the second one. So thank you for this question on post-colonial and post-migrant. I mean, of course, the term post-colonial has been very controversially discussed precisely because one of the accusations against post-colonial theory is that the post in post-colonialism is misleading because one gets the impression that it is the end of colonialism. And a lot of post-colonial scholars point out that actually the post in post-colonialism means the consequences of colonialism and not the end of colonialism. And I think that's the same post in post-migrant, that the post is the consequences of migration. Now, a decade ago, I wrote this piece, a bit in anger, called Can the Subaltern Speak German? And my anger that time was that post-colonial theory is only discussed in the German-speaking context when one is talking about migration and, you know, racism and the presence of post-colonial migrants or Orientalism in the German-speaking context without, because that's when you are immediately confronted with the other, without thinking about the others with whom you don't have direct contact with. And here I was particularly inspired by Spivak's idea of subalternity, where she says subalterns are those who are cut off from lines of mobility, who do not have access, so to speak, to the metropolitan space. Already, of course, at that time in this piece, I talked about people without papers as also one example of subaltern in the first world. Now with the refugee crisis, I think the question of post-colonialism and post-migration scholarship has become even more challenging and even more of a it's imperative that we address it. Now, I spent most of the 20-25 minutes that was allotted to me focusing on Germany and Europe and critiquing Europe and Germany, but I'd like to now take the opportunity to also talk about what's happening elsewhere in the world. Anton, kannst du bitte das letzte Bild zeigen von dem PowerPoint? Weil ich nicht genug Zeit hatte, habe ich das Bild nicht gezeigt. So let me share with you what's happening in India at the moment. I'm a citizen of India, which is the biggest democracy in the world. And just before I left, I just arrived from India, and 15th August is the Independence Day, where India got independence from the Britishers. And this photo is from last year, where on Independence, also monsoons in India right now,
in a little school in Orissa, which is in northwest of India, the flag hoisting happened on 15th of August last year, 2017, and the school was flooded with water. And on the left hand, your left hand side, you see these two little children. I don't know how clearly. And what is happening in Orissa right now is that 4 million people, their citizenship is being contested because the Indian state argues that they don't have the adequate papers. The lines, so this is on the border region between India and Bangladesh, and this little kid, his entire family somehow has been recognized as Indian citizen, except this kid. Who, if this kid is not able to prove in the next months that he is a legitimate Indian citizenship, has Indian citizenship and is a legitimate Indian citizen, could potentially be deported. And Bangladesh is not willing to accept these people who are being stripped of the Indian citizenship, so they will be made stateless. And here I think the question of post-migration and post-colonialism comes in very well together, because it's true that many of these groups of people did cross borders during the 1971 war between Bangladesh and Pakistan. And at that time, India had accepted them. And they have, I mean, this kid is born in India, has lived in India all his life. But because of these border disputes, and also because the river that flows at this border area keeps changing its course, that the question of belonging and citizenship is extremely contingent. So I'll just, I mean, I'm sharing this example with you all to remind you all that when we are talking about refugee crisis and migration crisis, because Europe is so obsessed with itself, that it's not just a European issue. I mean, if you talk about what, if you think about what's happening with the Rohingyas, and now with 4 million people, it's just, this connection. So in a certain way, this is self-critique. 10 decades back, I was trying to say that, you know, we need to kind of decouple critical migration studies and post-colonial studies, and I'm now rethinking that and seeing that it's the urgency of thinking the two together. Yeah, I don't know if that's very helpful with your focus on the Polish community, but I think this issue of racism, gender, sexuality, religion, here of course religion because we have a right-wing Hindu government in power, religion plays an extremely important role in the tragedy that's unfolding even as we speak. Which kind of connects to the question on Hannah Arendt and the N-word. Well, Hannah Arendt is, of course, not the only one. I mean, I mentioned Kant earlier, and I think my life would be, intellectual life would be much poorer without Kant. And, of course, it goes without saying that Kant was a terrible racist and sexist. So, of course, it would be easier, and a lot of scholars, particularly from the decolonial approach, say that, you know, we won't have anything to do with European Enlightenment. This is nicht zu retten. Because, you know, it's so deeply Eurocentric, Androcentric, and racist that we'd rather go back to indigenous cosmologies and epistemologies and ethics. And here I'm quite inspired by Hannah Arendt. I'm very inspired, of course, by Hannah Arendt also, but by Gayatri Spivak, who talks about, the post-colonial condition as she uses the metaphor of child of a rape. And says that, you know, the challenge for post-colonial scholars is to learn to love, or the post-colonial world is to learn to love the child of a rape, which is a very difficult relationship to European Enlightenment and a European intellectual tradition. So she says, do not accuse and do not excuse. Don't say, oh, you know, Kant and Hegel were only men of their times, so zeitgeist, so Hannah Arendt was only a person of her times. So do not excuse her racism. Do not accuse. And don't say we won't read Hannah Arendt because, you know, she used the N-word. But rather, take these contaminated tools that are offered by these flawed thinkers, and in a certain way, so the Derridian notion of pharmacon, yeah? It perpetuates racism, so it's gift, poison, but maybe it can also function as counterpoison, as medicine. So you can use Hannah Arendt against her. And I think Butler does a wonderful deconstruction of Arendt's work, where she uses Arendt and deconstructs Arendt's work to think about ethics in a post-colonial world.
So I would not excuse Hannah Arendt, but I would not say that we should boycott Hannah Arendt. Okay, leider gibt es jetzt ein bisschen Druck wegen der Mittagspause, deswegen mach's kurz. Aber das ist tatsächlich etwas, was wir schon eigentlich seitdem wir begonnen haben, zusammen zu arbeiten, angehen. Dieser Zusammenhang zwischen einer kritischen Migrationsforschung, ich beschränke mich auf die kritische Migrationsforschung, und der postkolonialen Perspektive. Und es ist schon auffallend, also ich konzentriere mich in den letzten Jahren sehr viel auch auf pädagogische Debatten, dass zum Beispiel auch die Migrationspädagogik zwar häufig behaupten die Leute, sie machen postkoloniale Theorie, aber das erschöpft sich darin, dass man sagt, es gibt Othering-Prozesse. Ich kann Othering nicht mehr hören. So auch, weil es sehr stark banalisiert wird und weil mir das auch ein bisschen wehtut, wenn ich weiß, wie viele Jahre an Arbeit Menschen wie etwa Zaita reingestellt haben, um das herauszuarbeiten. Und dann wird das banalisiert, indem da sieht man jemanden und den betrachtet man nicht als dazugehörig. So einfach ist es nicht. Es ist einfach viel, viel komplexer. Und es ist also einerseits ist es eine komplexere Perspektive, in der Migration durchaus auch als Komplizenschaft gelesen werden kann. Nicht als etwas, was einfach nur affirmativ einfach gut ist. Die Romantisierung von Migrantinnen ist Teil des Problems, nicht die Lösung. Es ist Teil des Problems. Weil es gibt auch Menschen, das sage ich immer in meinen Seminaren dann auch, weil ich dann immer diese ganz Migrationsaktivistinnen dann habe, es gibt tatsächlich Migrantinnen, die sind migriert, weil sie rechts sind, weil sie Faschisten sind. Die mussten aus ihrem Land fliehen, weil sie faschistisch sind. Trotzdem ist es unsere Pflicht, für Strukturen zu arbeiten, weil in einem Land möchte ich leben, in dem Migration möglich ist, in dem Migration etwas ist, was auch menschenrechtlich verfasst ist und so weiter und so fort. Aber Migrantinnen zu romantisieren und sie dann so zu homogenisieren, ist fatal. Sie zu den Verdammten dieser Erde zu machen, genauso. Weil das ist etwas, wo wir dann einfach das globale Geschehen außer Acht betrachten. Wenn wir gesellschaftliche Verhältnisse als historisch geworden betrachten, müssen wir immer auch global denken. Das ist etwas, was konstant unterbrochen wird. Wenn man sich anguckt, zum Beispiel die Schulbildung, es gibt keine globalen Perspektiven. Und nach wie vor ist sowohl die Migrationspädagogik, aber sehr große Teile auch der kritischen Migrationsforschung immer noch verhaftet in einen methodologischen Nationalismus. Nation als Container wird immer noch als das genommen. Es geht immer nur um Deutschland und die Integrationsarbeit von Deutschland und die Willkommensklassen in Deutschland, ohne dass gesehen wird, was es da für Verbindungen gibt. Wo, als die sogenannte Fluchtkrise in Deutschland dann auftauchte im Sommer 2015, gab es auch einige Linke, die mussten noch mal gucken, wo Syrien liegt. Und alle, die zwar alle sehr wohlmeinend sind, da gibt es sehr wenige, die Philosophinnen und Philosophinnen kennen, die nur auf Arabisch schreiben. Das sind auch Probleme, die postkoloniale Theorie angeht. Und zwar nicht als etwas, dass man einfach sagt, dann kenne ich einen und dann ist gut, sondern als ein grundsätzliches Problem. Zudem, Hannah Arendt hat Nikita, glaube ich, schon erschöpfend geantwortet. Wir sind, ich glaube nicht daran, dass es irgendeine Intellektuelle gibt, die nicht irgendwann mal eine Schrift schreibt, in der etwas Hochproblematisches auch ist. Das hat nichts unbedingt nur mit dieser Autorin oder dem Autor zu tun, sondern mit der Verquicktheit der Theorie und wo wir praktisch auch schöpfen können auch von. Das ist so. Ich meine, ich hatte auch eine Studentin, die zu mir gekommen ist und ihr gesagt hat, ja, ich fand deine Einführung in Angela Davis super, aber in meiner WG sagt man, ich darf sie nicht mehr lesen. Was soll ich machen? Ich sage, die WG wechseln. Weil eine Gruppe von Menschen, die mir sagt, was ich zu lesen habe, nicht wie ich sie zu lesen habe, ja? Was ich da Kritisches anmerken kann, weil Angela Davis gilt als antisemitisch vielen, so, ja? dann haben wir ein wirkliches Problem. So. Sondern wirklich eine kritische Aneignung der Texte in dem Sinne von Spivak einer affirmativen Sabotage, da muss man eigentlich, zynisch gesagt, erfreut sein, dass man diese Stellen bei Arendt findet, sie benennt und versucht zu erklären, wie das praktisch passieren konnte und wie sie funktional in ihren Texten arbeitet. Das ist viel wichtiger. Zu Diversity und Multikulturalismus, ganz, ganz kurz. Die Kritik am Multikulturalismus ist eine alte, weil hier immer noch von einer sehr containerhaften Idee von Kultur ausgegangen wird.
und Multikultur einfach die Kulturen so nebeneinander dann stehen und nicht gesehen werden als interdependent und schon gar nicht als auch geworden, historisch geworden und sich dauernd verändernd, sondern das sind, die sind so und wir sind so und wir können aber trotzdem alle miteinander. Das ist auch das Problem von Diversity, was nicht umsonst aus der freien Wirtschaft auch kommt, diese ganze Idee von Diversity, also wie kann man das produktiv machen, dass Menschen sehr unterschiedlich sind. Jetzt gibt es immer wieder so die Versuche, das als kritisches Diversity dann doch noch irgendwie hineinzubekommen, aber das ist so dasselbe Problem wie mit der Integration. Das Wort Integration ist an und für sich ein problematisches. Ich glaube, dass niemand in der Lage ist, so kritisch sie oder er auch sein mag, aus Integration irgendetwas Positives zu machen. Und Diversity ist einfach sloganisiert, es ist alles so schön bunt hier und das ist es nicht. Es geht eher darum, wirklich zu sehen, wie die Grautöne sind der gesellschaftlichen Verhältnisse und sich wirklich anzugucken, die verschiedenen Interdependenzen innerhalb von Diskriminierungsfeldern, die immer wieder neue Diskriminierungen auch produzieren. Wir müssen leider Schluss machen. Danke für eure Geduld. Translators and the technicians for the support. And of course, the organizers.